Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Danke schön für die freundlichen Worte zur Begrüßung. Ich möchte mich auch bedanken. Ich möchte mich bedanken, nicht nur für die Einladung. Ich freue mich natürlich auch hier heute etwas zu diesem Thema sagen zu können, was mich seit mehr als 15 Jahren umtreibt. Aber vor allen Dingen möchte ich mich dafür bedanken, dass Sie, und es war allerhöchste Zeit, dass Sie dieses Thema jetzt besetzt haben. Ich denke, das können wir alle gut gebrauchen. Und wenn man sich die Themen einmal anschaut, die heute von den zahlreichen Workshops bearbeitet werden, dann muss ich feststellen, sie sind nicht neu. Okay, Integration ist ein Prozess, aber man fragt sich an der einen oder anderen Stelle, wie weit wir in diesem Thema gekommen sind in den letzten 15 Jahren und wie können wir jetzt schnell weiterkommen und können vielleicht verloren gegangene Chancen aufholen. Ich habe mit dem Thema im Jahr 2000 angefangen. Ich habe damals in Gelsenkirchen als Integrationsdezernentin 2006 ein Integrationskonzept vorgelegt, war auch auf dem ersten Integrationsgipfel in Berlin übrigens bei unserer Bundeskanzlerin. Damals kannte ich alle anderen, die da waren, nur aus dem Fernsehen. Und mich kannte außer Theo Zwanziger, zufällig war gerade die Fußballweltmeisterschaft vorbei, niemand. Aber ich habe Gelegenheit gehabt, schon damals dieses Integrationskonzept unter einem besonderen Fokus vorzustellen, nämlich auf dem Fokus Frau und Mutter, weil wir der Meinung waren, dass das der Schlüssel sein kann für Kinder und Jugendliche zu einer gelingenden Integration. Aber heute geht es nach wie vor darum, die Chancen zu nutzen, die verbunden sind mit der Zuwanderung, und das ist eine Aufgabe, das ist eine Herausforderung für uns alle, das ist die Stadtgesellschaft, das sind privatwirtschaftliche Akteure, das sind die Träger aller möglichen Institutionen, die freien Wohlfahrten, Politik und Verwaltung, und ich möchte einmal daran erinnern, dass eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, dass das gelingt, dass wir die sogenannten Menschen mit Zuwanderungsgeschichte differenziert betrachten. Es gibt keine homogene Gruppe, die man als Migrantinnen und Migranten bezeichnen kann. Das gehört genauso ins Archiv wie die Frage danach, ob wir ein Zuwanderungsland sind oder nicht. Menschen mit Zuwanderungsgeschichte sind jung oder alt. Sie sind Eltern oder haben keine Kinder, sie haben vielleicht eine Behinderung, sie sind heterosexuell, homosexuell, vielleicht auch transgender oder transsexuell. Sie verfügen über gute, in Deutschland erworbene oder hier anerkannte Bildungs- oder Berufsabschlüsse oder sie verfügen darüber nicht. Sie sprechen vielleicht perfektes Deutsch oder noch mehrere andere Sprachen oder ausschließlich ihre nicht deutsche Herkunftssprache. Sie sind Hauseigentümer oder sie müssen schlimmstenfalls vorübergehend in einer Turnhalle leben. Es sind nur einige Beispiele dafür, wie heterogen die Gruppe der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte ist. Und entsprechend dem müssen wir auch Antworten geben zu den Fragen der Migration und Integration. Was aber die Grundlage allen Denken und Handelns ist, ist natürlich, egal ob ein Mensch eine Zuwanderungsgeschichte hat oder seit Generationen dort oder dort lebt, wo seine Familie seit Generationen ist, alle Menschen haben das gleiche Recht auf Teilhabechancen und auf ein diskriminierungsfreies Leben. Vor allen Dingen ist es wichtig, dass alle die eigenen Fähigkeiten erkennen, dass diese Fähigkeiten gefördert werden und dass sie dann auch selbstbewusst eingesetzt werden. Das ist gar nichts Neues, es wird im Alltag gelebt, denn Integration findet ja im Alltag statt. Und besonders in Nordrhein-Westfalen
können wir uns gar nicht mehr vorstellen, wie unser Land aussehen würde ohne die alteingesessenen Migrantinnen und Migranten oder auch die vor kurzem Zugewanderten. Wie würde es aussehen in den Straßen, in den Straßenbahnen, in den Geschäften, in den Kitas, in den Schulen, in der Arbeitswelt, in den Sportvereinen und in der Gastronomie? Ohne diese Menschen, keiner von uns möchte sich das, glaube ich, vorstellen. Integration funktioniert deswegen in großem Umfang, weil Zugewanderte und Aufnahmegesellschaft ein großes Interesse daran haben, dass das Zusammenleben funktioniert. Eltern wollen in aller Regel, alle Eltern, möchte ich mal behaupten, wollen, dass ihre Kinder gute Bildungs- und Berufsabschlüsse machen. Das ist allen wichtig. Und unabhängig von einer Migrationsgeschichte. Alle Kinder und Jugendliche wollen sich bewegen, sie wollen andere treffen, sie wollen in der Gemeinschaft sein. Deswegen gehen sie in Sportvereine. Und alle Menschen wollen auch sich und ihre Familien, wenn sie sie haben, ernähren und wollen eine höchstmögliche Lebensqualität erreichen, wollen ihre Interessen leben. Das ist bei allen gleich. Ich habe eben von der Aufnahmegesellschaft gesprochen. Der Blick auf die Aufnahmegesellschaft ist ein interessanter, denn er zeigt, wie sich die Gesellschaft entwickelt. Obwohl zum Beispiel in Köln der Anteil der Kinder mit Zuwanderungsgeschichte schon mehr als 50% beträgt, war ja in der öffentlichen Meinung mit der Aufnahmegesellschaft bisher immer so eine durch und durch einheimische Gesellschaft gemeint. Migrantinnen und Migranten, auch wenn sie bereits seit Jahrzehnten oder auch seit zwei Generationen in Deutschland beheimatet sind, sollten eher integriert werden, als selbst mitzugestalten. Wenn ich dabei an meinen australischen Ehemann denke, durch den ich viel über Ausländerrecht gelernt habe, oder meine portugiesische Friseurin, dann würden die mir mit purem Unverständnis begegnen, wenn ich da von Integration sprechen würde. Spannend für mich ist jetzt natürlich der veränderte Blick auf die Aufnahmegesellschaft im Rahmen der Zuwanderung von Geflüchteten. Weil es wird ja darauf ankommen, nicht nur wie die alteingesessenen Teile der Gesellschaft mit den Geflüchteten umgehen, sondern es geht ja auch darum, wie die zugewanderten Menschen auf sie eingehen. Denn sie gehören zu dieser Gesellschaft dazu und noch viel mehr, ihre bereits erbrachte Integrationsleistung, ihre Mehrsprachigkeit, ihre Kenntnisse, ihre Fähigkeit, in multiethnischen Zusammenhängen zu denken und nicht zuletzt ihre Fachlichkeit, wird hoch gefragt sein. Wir stellen in Köln fest, dass im Freiwilligenbereich, im Gesundheits- und Bildungssystem, in der Verwaltung und in vielen weiteren Bereichen zahlreiche Menschen mit eigener Zuwanderungsgeschichte tätig sind und auch dringend gebraucht werden. Ich freue mich darüber, dass sich dieses Bild jetzt auch nach und nach ändert, aber das hätten wir schon vorher ohne die Flüchtlingsbewegung haben können, meine Damen und Herren. Die Chancen von Migration zu nutzen, heißt für mich, die damit verbundenen Stärken zu erkennen, sie zu schätzen und sie zu fördern. Dafür müssen wir in Köln auch die Rahmenbedingungen noch erheblich verbessern, denn Erfolge da werden nicht auf wundersame Weise ohne Investitionen zustande kommen. Und auch eine Stadt mit einer so hohen Integrationskraft wie Köln braucht natürlich die entsprechenden Strukturen in der Verwaltung und sie braucht ein Integrationsbudget und damit auch das Geld im Haushalt, das ermöglicht, dass Experten darüber entscheiden können, welche Maßnahmen die richtigen sind.
Wir müssen natürlich, meine Damen und Herren, dem Rechtsextremismus in seinen perfiden Schattierungen entschieden entgegentreten. Der verbale und in Übergriffe ausufernde Rassismus darf in unserer Gesellschaft keinen Platz finden. Und ich finde es ganz erschreckend, dass Innenminister Jäger mitgeteilt hat, dass die rechtsradikalen Angriffe auf Wohnheime sich vom Jahr 2014 auf das Jahr 2015 beinahe verzehnfacht haben. Ich finde es aber ebenso erschreckend, dass junge Männer, insbesondere seit der Silvesternacht wegen ihrer Hautfarbe, aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer Religion unter Generalverdacht gestellt werden, Übergriffe auf Frauen zu begehen. Rassismus ist ein Gesicht von Menschenverachtung, die dazu führt, dass der gesellschaftliche Konsens, den wir haben, der Konsens von Gleichberechtigung, von Solidarität und Toleranz infrage gestellt wird. Und um diesen Konsens zu verteidigen, braucht es eine angemessene Haltung, es braucht gute Programme, es braucht engagierte Akteure und eine koordinierte Zusammenarbeit. Wir haben in NRW eine gute Tradition in der Antirassismusarbeit, die aktuell ausgebaut werden muss. Da bin ich mir ganz sicher. Aber, meine Damen und Herren, wir müssen auch alle weiter daran arbeiten, die Teilhabechancen zu verbessern. Die interkulturelle Öffnung der Systeme entwickelt sich, sie ist aber noch deutlich ausbaufähig. Bei der Stadtverwaltung Köln ist es bisher lediglich möglich, die interkulturelle Kompetenz als sogenanntes weiches Kriterium bei einer Stellenausschreibung hinzuzufügen. Die Stellenausschreibungen unseres kommunalen Integrationszentrums zeigen das beispielhaft. Es ist zwar ein Fortschritt auf dem Weg dahin, dass wir die Verwaltung öffnen möchten, dass die Verwaltung ein Spiegelbild der Stadtgesellschaft sein soll, aber es ist noch lange nicht genug. Wenn wir die Öffnung der Verwaltung ernst meinen und wirklich ein Spiegelbild der Stadtgesellschaft haben wollen, dann sollte es möglich sein, die interkulturelle Kompetenz als Qualitätsmerkmal zu positionieren bei einer Ausschreibung und bei einer Auswahl. Und meine Damen und Herren, ich meine es ernst, weil eine Stadt, die sich als Dienstleister versteht, die stellt sich auf ihre Kundinnen und Kunden ein. Das heißt in diesem Zusammenhang, es hilft Neuzugewanderten anzukommen, wenn dort interkulturelle Kompetenz vorgefunden wird. Es hilft den Menschen, sich zu orientieren, sich sicher zu fühlen und willkommen zu fühlen. Es hilft aber uns auch, den Verwaltungen, den Behörden im Umgang mit Neuzugewanderten, wenn der erste Mitarbeiter den Antrag versteht, braucht er es nicht noch an 10 Stellen weiterzugeben, was da bearbeitet werden muss. Und das ist eine Situation, die für alle gut und richtig ist. Ich möchte in dem Zusammenhang noch sagen, natürlich hilft auch das bürgerschaftliche Engagement, natürlich helfen auch die Nachbarschaften, weil die engagierten Menschen dort auch viel selbst davon haben, wenn sie sich darauf einlassen, anderen Kulturen zu begegnen. Wir dürfen aber dieses bürgerschaftliche Engagement nicht ausnutzen. Wir müssen Strukturen dafür zur Verfügung stellen, dass wir diese Menschen gut begleiten können, damit sich dann nicht durch Situationen, die unbeherrschbar sind, Frust und Resignation entwickeln. Das kann alles nur funktionieren bei einem engen Schulterschluss von Kommunen, Land, Bund, EU. Das macht die heutige Veranstaltung deutlich, meine Damen und Herren. Und ich denke,
dass mehrsprachige Information, der Einsatz von Sprach- und Integrationsmitteln hier auch dazu führen wird, dass in allen Ebenen die Ernsthaftigkeit dieser Herausforderung klar wird. Ich bin der Auffassung, dass wir es schaffen müssen, das wirklich als Gemeinschaftsaufgabe zu verstehen, als Chance zu verstehen. Und Ihre heutige Tagung, die ja noch zu einem Austausch führen wird, ist ein guter Schritt in diese Richtung. Ich bedanke mich sehr, dass Sie mir so aufmerksam zugehört haben und wünsche Ihnen gute Ergebnisse. Vielen Dank.